mit einer Videoproduktion gerade mehrere Plattformen bedienen. Nicht einfacher als das. Hallo und grüezi miteinander. Mein Name ist Boris Baldinger und schön bist auch du heute wieder mit dabei. Heute zeige ich euch, wie ihr aus einer Videoproduktion gerade mehrere Plattformen mit mehreren Formaten könnt bespielen. In einer Welt von Twitter, Facebook, LinkedIn, Xing, Instagram und YouTube wissen wir schon gar nicht mehr, wie wir nachkommen mit Inhalt produzieren und welche Inhalte auf welchen Plattformen platziert werden sollen. Dann landen wir am Ende immer wieder beim Cross-Posting. Das ist nicht unbedingt empfohlen, aber auch ich bin schuldig, weil es ist einfach am einfachsten. Ich gebe euch jetzt gerne ein paar Tipps, wie auch ihr könnt aus einer Produktion ganz viele Inhaltsstücke generieren. Macht euch doch schon im Vorfeld mal Gedanken, welche Plattformen ihr mit diesen Video-Content-Pieces bespielen wollt. Weil jede Plattform hat ihre Eigenheiten. Ein Instagram-Post zum Beispiel hat das Format 4x5 und eine maximale Länge von 60 Sekunden. Ein IGTV-Video hingegen kann bis zu 15 Minuten lang sein, hat aber das Format 9x16. Das ist nichts anderes als ein 16x9-Format aufgestellt im Höchstformat. YouTube hat es gerne im Querformat. Facebook und LinkedIn mögen das auch, aber beide Plattformen wie Facebook und LinkedIn, dort kann man es auch im quadratischen Format bringen. Ich nehme zum Beispiel das Video jetzt im 16:9 Format auf, aber in 4K. So habe ich die Möglichkeit, nachher die einzelnen Formate rauszuschneiden. Der zweite Tipp, den ich euch gerne geben würde heute, ist, nutzt doch auch die Möglichkeit von Untertiteln. Viele Leute sind am Pendeln, im Zug zum Beispiel, und schauen euch ein Video unter Umständen ohne Ton, weil sie niemanden stören wollen. Wenn ihr schon gerade vor der Kamera steht und die Aufnahme eh schon läuft, überlegt euch, wie ihr auf den verschiedenen Plattformen könnt eure Audienz ansprechen. Für Instagram Stories zum Beispiel, die nur 15 Sekunden lang sind, würde ich euch empfehlen, separate Aufnahmen zu machen, wo ihr das Video, das ihr zum Beispiel in einem Blogpost veröffentlicht, ankündigt. Also nicht gerade den ganzen Text in 8-9 Instagram-Stories zu verpacken, sondern effektiv 1, maximal 2 Stories machen, die noch ganz kurz erklären, um was es in diesem Video geht, um die Leute lustig zu machen. Und der letzte Tipp, den ich euch heute geben will, habe ich eigentlich schon verraten. Und zwar, nehmt euch ein Video in 4K im Querformat auf. So habt ihr nachher dann die Möglichkeit, aus dem Querformat die einzelnen Formate zu schneiden. Und ihr seht, ich bin relativ weit weg, habe aber nachher die Möglichkeit, das Format und das Frame zu bestimmen, weil ich mit 4K filme. Ihr seht, es ist also gar nicht so schwer, aus einer Produktion verschiedene Content-Pieces für diverse Plattformen zu produzieren. Man muss nur daran denken und dann am Ende auch umsetzen. Der Mehraufwand, den ihr investiert in die Aufnahmen und auch nachher dann ins Schneiden respektive ins richtige Format bringen, wird sich ganz bestimmt lohnen. Ich hoffe, ihr habt heute wieder etwas mitnehmen aus diesen Tipps. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dann. Ciao. Grüezi. Baldinger beim Videodrehen, grüezi wohl. Bonjour. Bonjour. Nein, bist du unten? Ich bin unten, am Video aufnehmen. Also unser Telefoncall ist jetzt gerade auf dem Video. Ah ja, genau. Okay, gut. Super, ciao, ciao. Ja, probieren wir das nochmal. Wahrscheinlich läuft sie nachher dann noch rein. Was? Es ist 8 Uhr am Morgen. Beim nächsten Ton ist es 8 Uhr. Was willst du mit dem sagen? Weil es am Tanzen war. Jetzt habe ich, glaube ich, noch Härli im Gesicht. Ah. So. Staub, auch nicht gut. Mit einer Video. Jetzt fährt es schon an, siehst du immer, wenn ich zuschaue. Vorher ist es so gut gegangen. Ja. Ja.